That's under Jacinta Austin. This is tight. Looking to claim, that's it. Wow. Wow, Jacinta, the juggernaut Austin with a statement finish here. Now where is she? Tigress, where are you? She's here. Ja, das mit der Sonnenbrille hatte den Hintergrund, dass ich halt bisher alle meine Gegnerinnen sehr gezeichnet habe mit meinen Fäusten. Přišel čas korunovat novou šampionku Octagon MMA. Tentokrát ve slámové váze. Nejvýše postavená bojovnice ve světovém žebříčku napříč celým oktagonem. Katarina Dalizda. Das ist jetzt so ein bisschen der Höhepunkt meiner bisherigen Karriere. Es ist der erste Titelkampf. Na domácí půdě jí čeká obrovský úkol. Stát se první německou šampionkou v oktagonu. Na druhou stranu klece se postaví Australanka Jacinta Austin. Obojživelnice bojových sportů, která zvládá naprosto vše. Od boxu, CSKA 1, brazilské jiu-jitsu až po MMA. Přichází však na cizí půdu čelit nejlepší německé bojovnici, kterou bude kupředu hnát vyprodaná aréna. Zvládne i přesto dosáhnout vysněné mety a stát se šampionkou. I'm the big bad guy coming from Australia, but I really thrive on being the underdog. They'll be my fans at the end of the night. Už 16.9. ve frankfurtské Festhalle. Katarina Dalizda se k bojovým sportům dostala už v útlém věku, kdy se začala věnovat judu. Ich bin in der Nähe von München eben aufgewachsen, bin da zur Schule gegangen, habe früh mit Judo angefangen. Ich habe eigentlich bis Mitte, Ende meines Studiums immer regelmäßig Judo gemacht. Deshalb ich auch im Judo, glaube ich, nie auf die Profischiene gegangen bin, weil ich es mir halt nie zugetraut hätte. Also früher war ich sehr schüchtern und introvertiert. Mein Vertrauen in mich selber war sehr schlecht. Wenn ich auf ein Turnier gefahren bin, ich war sehr aufgeregt und ich habe mir immer vorher eingeredet, die anderen sind besser als ich. Ich würde mal sagen, mir ist es auch anfangs schwer gefallen, beruflich oder halt auch im Studium meine Meinung zu äußern und meine Meinung vielleicht auch durchzusetzen. Ich bin eben bei Sport 5. Sport 5 ist allgemein ein Sponsoring-Rechte-Vermarkter oder im Endeffekt eine Sportmarketing-Agentur. Das ist zufälligerweise keine 2 Kilometer von hier entfernt und dadurch bin ich dann hier aufs MMA-Spirit gestoßen. Als ich das erste Mal reingekommen ist, weiß ich noch genau, war so ein Küken, aber sie ist ja immer noch eigentlich ruhig. Aber damals hat sie wirklich gar nichts geredet. Katarina ist ein komplett anderer Mensch. Seitdem sie 2018 zu uns gekommen ist, hat sich in allen Bereichen super krass verbessert. Ich sag mal, sehr viele Eindrücke aus dem Leben, die mich zu der Person gemacht haben, die ich jetzt bin. Zum Studium, von zu Hause auszuziehen, auf eigenen Beinen zu stehen. Und ich habe durch den Sport halt eben gelernt, mein Selbstvertrauen einfach weiterzuentwickeln und halt eben selbst an mich zu glauben. Und jetzt ist, wir sind im Bereich, wo sie anfängt zu peaken und ihre Leistung voll entfalten kann, auch im Kämpfen, nicht nur im Training, sondern eben auch auf der großen Bühne. Ich habe meinen ersten Kampf bei Octagon gegen Mallory Martin bestritten. Das ist eben eine UFC-Veteranin und das war halt psychisch ein hoher Druck, würde ich sagen, mental, weil ich vorher eben noch nicht auf so großen Bühnen gekämpft habe. Den habe ich dominant nach Punkten gewonnen. Habe dann eben meinen zweiten Kampf in Ostrava gemacht gegen sehr gute Thai-Boxerin Monika Trochvikova. Habe sie auch sehr dominant nach Punkten besiegt. Mein dritter Kampf bei Octagon war gegen eine Brasilianerin. Ich habe eigentlich den Kampf auch wieder komplett dominiert. Ich habe mich über das vorzeitige Finish sehr gefreut. That's it, Dalizda! Her first finish victory inside the Octagon Cage! Aber es ist natürlich immer schön, einfach keine Zweifel zu lassen. Ganz klar, ich will den Titelfight. Ich habe mir den jetzt verdient. Ich habe 3 Siege dominant geholt. Es muss einfach der Titelkampf her. Aktuell bei Octagon keine anderen Frauen in meiner Gewichtsklasse gibt, die es genauso verdient haben wie ich. Dieses Mädchen ist kein Spaß. Dieses Mädchen ist wirklich kein Spaß. Und sie will es. So sehr.
Deshalb ist der Titelkampf einfach naheliegend, einfach nochmal einen Stempel drauf zu drücken, dass ich der Champion in der Gewichtsklasse bei Octagon bin. Das ist ihre Mentalität. Ja, sie ist auf der Jagd und jetzt ist sie auf der Jagd nach dem Gürtel. Největší a nejikoničtější město Austrálie, Sydney, je pro Jacintu Austin domovem a místem, kde se dostala k bojovým sportům. Jako první je oslovil kickbox. When I started kickboxing, it was just something fun, like for the fitness and cardio side. I just wanted to train for fun. I didn't want to get up in front of a crowd of people and have someone hitting me, and it was kind of an overwhelming thought, and the pressure of it wasn't something I enjoyed. Jacinta, like everyone, was very, very scared to have her first fight. She was petrified. But her coach at the time motivated her, encouraged her, and basically forced her a little to fight. And obviously she won, and this started, launched her whole career. Later, I just realized after about 8 to 10 fights that I actually thrived in that pressure, and I started to actually welcome the pressure and really perform under the bright lights. V kickboxu se hned 5x stala šampionkou Austrálie. V Muay Thai má 2 tituly. I just was struggling to find some sort of career progression. She eventually wanted to turn to MMA, and this is when she gave me the call roughly 3 or 4 years ago. I recognized immediately that she was very talented. When we started preparing, she was possibly even better than I had assumed. I think she was far better at grappling than any of us expected. So I knew that combined with her kickboxing history, we were going to have a very successful MMA career. I definitely want to be the best in the world. I want to be the best strawweight female in the world. And I want to be the first Australian female champion in the world. I've got 3 dogs at home. I like to spend a lot of time with them. I got 2 cats. I live with my fiance as well. So I try to make lots of time for them. When Jacinta told me about MMA, I was a little bit scared. I couldn't watch maybe 12 out of the 15 minutes. He works as a fire technician, and he's also a coach for kids and teens cricket. I love the fact that Jacinta can be beautiful on one side, and on the other side, she can be this juggernaut of a person with fighting. Die Siegerin dieses Kampfes wird im September gegen Katharina Dalizda um den Titel antreten. And here we welcome our first ever fighter from the Southern Hemisphere, from Australia, Jacinta the Juggernaut Austin. When we first got the invitation to fight on Octagon, we were excited just because they're such a big promotion, one of the biggest in the world. Our job was to go there and to do something very impressive. I was just excited. I felt like I knew I was supposed to be there. I felt very confident I was going to win. I definitely want to be the best in the world. I want to be the best strawweight female in the world. Jacinta the Juggernaut Austin! Oh, look at this. Hands coming flying fast up. She seemed scared and threatened, and I felt that she was very overwhelmed. Nice right hand land. I think that she realized on the night that I wasn't at the same level as the other girls she had fought. Looking to claim, and that's it! Wow! That has earned her a fight against Katharina Dalizda. So I'm sehr unterhalten. Der Kampf ging sehr schnell. Bin ich jetzt nicht wahnsinnig beeindruckt, aber sie hat eine gute Leistung gezeigt und ich freue mich sehr auf unseren Kampf. Ja, ich dachte mir, meine Linke schlägt schon immer gut ein und hinterlässt eigentlich immer Spuren. Und ich dachte mir, das kann sie nach dem Kampf im September gegen mich gebrauchen. I didn't get you a present, but I'll bring you one in September. So I thought it was pretty funny. And I actually ended up using them the entire trip because we stayed in Europe and I didn't have any sunglasses, so it's convenient. Wir sind heute hier im Frankfurter Zoo und schauen uns mal die Tiger an, meine Artgenossen. Herzlich willkommen bei uns im Zoo. Schön, dass Sie da sind. Danke. Ich habe gehört, Sie interessieren sich für unsere Tiger. Ja, genau. Ich habe jetzt eben in Frankfurt einen Titelkampf im MMA. Aha. Und mein Nickname ist Tigress. Ah. Ein bisschen angelehnt an den Kung Fu Panda, an den Film. Ja. Und deshalb dachten wir uns, wir wollen hier mal die Tiger sehen. Ja, super. Ich finde es spannend, dass wir hier eine Sportlerin haben, eine Frau, die auch Kampfsport macht. Und wir drücken hier alle die Daumen und die Tiger sollen ihr Kraft geben.
Ich mag allgemein an auch der ganzen, ich sag mal, allen Katzenrassen, dass sie halt einerseits sehr, sehr sanft und süß sind, aber auf der anderen Seite eben richtig gefährlich. Also wenn die halt eben im Jagdmodus sind, darf man die nicht unterschätzen. Und genauso bin ich. Ich fokussiere mich zurzeit eigentlich sehr stark aufs Kämpfen, aufs Training. Oder was ich auch noch gerne mache, gerade in der Kampfvorbereitung, ist eben Häkeln. Ja, man sitzt zu Hause auf dem Sofa, hat ein bisschen was zu tun, kann sich entspannen, ist nicht zu angespannt, wenn man zum Beispiel über den Kampf oder die Gegnerin nachdenkt. Also man kann sich beispielsweise immer noch mit der Gegnerin beschäftigen, kann aber trotzdem gleichzeitig entspannen. Also ich habe jetzt schon damit angefangen, das zu visualisieren, wie es eben sein wird, als Main Event da einzulaufen. Es ist auf jeden Fall der größte Kampf in meiner Karriere bis jetzt. Es wäre eine große Ehre, die erste deutsche Championess zu sein und ja, einfach ein Stück weit Geschichte zu schreiben. Ich denke, sie holt den Titel als erste Frau in Deutschland. Und ich hoffe, dass Katharina ihre Gegner in K.O. schlägt. Die 5 Runden konditionell werden absolut kein Problem für mich sein. Das ist natürlich riesengroß für Sie, für die Stadt Frankfurt und für das MMA Spirit. Auf jeden Fall wäre das natürlich ein riesen Meilenstein. Zum einen für MMA in Deutschland, für Frauen. Sie als stärkste deutsche Frau, als erfolgreichste, wird in die Geschichtsbücher eingehen, hundertprozentig. Für mich hätte es niemand mehr verdient wie diese Frau. Sie arbeitet so hart, sie hatte so einen harten Willen und ich glaube ganz fest an sie. Sehr, sehr interessant, dass sie im Prinzip Sparring mit anderen weiblichen Kämpferinnen kaum kennt. Ich trainiere eigentlich ausschließlich mit Männern, was für mich aber auch wiederum gut ist, weil ich deshalb auch immer Vollgas geben kann. Ich bin jetzt perfekt drauf eingestellt. Ich habe noch mehr an meinem Striking gearbeitet. Ich habe Knockout-Power. Ich habe gute Submissions. Ich kann sie auf jeder Ebene finishen. Ich sage, keine Chance gegen Katharina Dallister. Keine Chance. Fertig. Vorzeitiges Ende, sage ich. Sie ist eine gute Kickboxerin gewesen, aber wir sind einfach im MMA und es ist nochmal ein anderes Spiel. Also sie wird einfach keine Chance haben. Ich werde sie von vorne bis hinten dominieren. Sie will den Titel genauso holen wie ich, aber das wird sie nicht schaffen. Katharina Dallister, First German MMA Champion. Jacinta Ostince v Oktagonu vypracovala do pozice první vyzivatelky a aktuálně ji čeká největší zápas kariéry. V přípravě ji doprovází Alex Cariotti v Cariotti MMA. Coach, he's very intelligent. He has a very specific way of looking at things that I hadn't seen in a coach before. So I feel like my little secret weapon is my coach's mind. We're very happy to be fighting the number one because she'll give us that spot when we beat her. We'll be taking that spot from her. Winning the Octagon title is one of the biggest titles you can win in the world. This is my first 5-round fight, so we've put a big focus on conditioning and cardio for this fight. So because there's more rounds, we do more work. She's far stronger than she looks from the outside. I think she's got a very wide skill set. She doesn't have holes in her game. I think it'll be a tough fight for Dallister. After watching her, I think she's actually quite weak in the striking department. She's not very fluid, she doesn't throw combinations, she throws a lot of single shots, and she doesn't move very well. She has one left hand, and other than that, she doesn't have much else. When preparing for Dallister, you have to consider her strength, you have to consider her endurance. She's tough, she hits hard. She's not a very difficult style to replicate. She just has her things she does very well, and once we take those away, I don't think she'll be as effective. I think she called herself Tigress because she thinks she's somewhat the predator of the area, but I think she's a big pussycat. Dvě skvělé a talentované bojovnice a před nimi největší večer jejich života. Sie sollte sich auch darauf vorbereiten, dass es ein harter Abend für sie wird. Nejlepší německá bojovnice s domácími fanoušky v zádech proti vyzivatelce z Austrálie. We don't feel threatened by her, so we kind of take everything she does with a laugh. Která z nich se stane šampionkou oktagonu a nastolí novou éru slámové váhy? Also je mehr Druck ich habe, desto besser kann ich performen. Ich brauche diesen Druck. Wenn ich diesen Druck nicht habe,
kann ich nicht so gut performen, wie wenn der Druck da ist. Inneren Auge habe ich den Gürtel schon umgeschnallt. Katarina Dalizda versus Jacinta Austin. Das ist der größte Kampf des Abends. Jeder in der Arena wartet auf diesen einen besonderen Kampf. Nejlepší evropské MMA i u vás doma prostřednictvím pay-per-view.